In dem heutigen Video wird es darum gehen, ob letztendlich Arbeitgeber- oder beziehungsweise Mitarbeiterstrategien im Dezember zur kalten Jahreszeit noch Sinn ergeben. Mein Name ist Max Grindner, Inhaber und Geschäftsführer der FM Recruiting. Wir sind eine Marketingagentur und haben uns auf den Gesundheitssektor spezialisiert. Welche Frage taucht zum aktuellen Zeitpunkt immer wieder auf? Das ist die Frage, ob es sich wirklich lohnt, an Weihnachten, Neujahr in das Thema Mitarbeitergewinnung einzusteigen oder ob man nicht eventuell bis zum nächsten Jahr warten sollte. Auf dieses Thema werden wir mal ein bisschen eingehen, was so ein bisschen die Gründe dafür sind und vor allem auch, was unsere Meinung bzw. unsere Handlungsempfehlung in diesem Bereich letztendlich ist. Also man muss sich ganz klar die Frage stellen, okay, macht das grundsätzlich Sinn, jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr ins Thema Mitarbeitergewinnung einzusteigen? Viele sind im Urlaub, viele haben frei, der Stress ist letztendlich in der Pflege relativ hoch. Das heißt also, ja, durch diesen Engpass im Personal werden auch Sie wahrscheinlich gemerkt haben, okay, zur Weihnachtszeit brauche ich mich gar nicht um irgendwelche Strategien vielleicht kümmern oder habe ich gar nicht die Zeit dazu, mich darum zu kümmern, um letztendlich da auch vielleicht zukünftige Mitarbeiter abzufrühstücken. Das heißt also, auch wenn ich Bewerbungen bekomme, dann habe ich in der Regel kaum Zeit, die letztendlich zu kontaktieren, Vorstellungstermine irgendwie dazwischen zu drücken, weil die Zeit im Dezember relativ gering ist. Unsere Empfehlung bzw. auch unsere Erfahrung aus den letzten 4 Jahren hat einfach gezeigt, dass es sehr, sehr gut ist, wenn Sie in dieser Zeit aktiv werden. Das hat folgenden Hintergrund. In dieser Zeit denken 90% so, wie Sie vielleicht Stand heute denken. Das heißt, 90% der Leute sagen, okay, im Dezember macht es doch gar keinen Sinn, ich warte bis nächstes Jahr, dann kann ich wieder mit dem Thema Personal letztendlich angreifen. Wenn Sie jetzt aber diese Chance ergreifen, das heißt, für Ihren Betrieb, für Ihr Pflegeunternehmen letztendlich diese Chance ergreifen und sagen, okay, pass auf, heute möchte ich mich proaktiv darum bemühen, dann kann es sein oder dann wird das wahrscheinlich den Effekt haben, dass Sie relativ viele Menschen mit dem Thema Personalstrategie erreichen können. Das muss nicht immer zwingend Social Recruiting sein. Sie werden wahrscheinlich viele Agenturen letztendlich oder viele Agenturen werden Sie kontaktieren und sagen, hey, Social Recruiting, das ist der heilige Gral, machen Sie nur noch das. Das ist in unseren Augen völliger Humbug, kann man einfach so sagen, weil das nicht das Kernproblem löst. Es wird nicht vorrangig das Kernproblem lösen, dass Sie vom Fachkräftemangel befreit werden, sondern viel sinniger ist es, dass Sie eine ganzheitliche Strategie fahren, ja, dass Sie offline und auch online präsent sind. Das heißt, wir als Agentur unterstützen Sie letztendlich dabei, dass Sie in gar keinen Personalengpass geraten, dass Sie letztendlich in jeder Jahreszeit, auf Deutsch gesagt, einen konstanten Bewerberstrom erreichen, aber auch einen konstanten Anfragestrom. Ja, das heißt, dass wir nicht nur online sichtbar sind für unsere Partner, ja, dass wir im Prinzip nicht nur da Platzierungen vornehmen, sondern auch offline gewisse Strategien unseren Kunden mit an die Hand geben, dass sie wirklich einen permanenten Zulauf bekommen und dass sie auch gar nicht in die Bedrohung kommen, zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie zu sagen, okay, das Thema Recruiting passt mir in der Zeit nicht, ich hab gar nicht die Möglichkeit, das abzubilden oder letztendlich auch die Bewerber zu kontaktieren, sondern wir schaffen eigentlich einen Prozess, der es möglich macht, dieses Thema konstant auch nachzuarbeiten. Ja, das heißt, wir implementieren letztendlich Bewerberprozesse auch hintenrum, ja, dass wir sagen, okay, was passiert denn, wenn eine Bewerbung eintrifft, wie ist damit umzugehen, wie ist der Bewerber zu kontaktieren. Das heißt, wir geben unseren Partnern Werkzeugkoffer an die Hand, das kann man nicht anders sagen, weil wir einfach Strategien und Wege unseren Partnern mit an die Hand geben, wie sie nicht nur einen konstanten Einstellungsprozess schaffen, sondern vor allen Dingen es auch schaffen, diese neuen Mitarbeiter zu halten. Ja, das schaffen sie durch einen guten Onboarding-Prozess, das schaffen sie durch reibungslose Prozesse, ohne dass es da irgendwie schon in der Einarbeitungsphase ruckelt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie sich über solche Themen Gedanken machen. Nicht nur über das Thema Recruiting, sondern auch über das Thema letztendlich Einarbeitungsprozesse. Wie kann ich letztendlich meinen Prozess verschlanken, dass ich vielleicht weniger Aufwand im ersten Schritt habe, aber deutlich mehr Effizienz hintenrum habe. Das bedeutet letztendlich die Qualität steigere oder auch mehr langfristige neue Einstellungen vollziehen kann. Das sind Themen, mit denen wir unsere Partnerbetriebe letztendlich konfrontieren. Das heißt, wir als Experten in den Bereichen sehen uns auch in der Position, dass wir letztendlich auch so ein bisschen manchmal den Finger in die Wunde drücken und sagen, pass auf, wenn du das und das anpasst, dann hast du einen besseren Prozess hintenrum, weil das erleben wir immer wieder, dass es viele Agenturen am Markt gibt, die schieben zwar den ersten Prozess an, vernachlässigen aber letztendlich alles das, was hinten runterfällt. Das führt dann wieder dazu, dass am Ende des Tages die Qualität leidet oder eben nicht der gewünschte
Erfolg erzielt wird. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, okay, das klingt grundsätzlich für mich spannend, dann tragen Sie sich einfach unter diesem Video ein auf www.fn-recruiting.de. Einer unserer Kollegen kontaktiert Sie dann und wird einfach mal so ein bisschen in die erste Analyse gehen, was Sie denn Stand heute machen und in welche Richtung Sie sich als Pflegebetrieb letztendlich bewegen wollen.